Guten Tag und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Monster Hunter Rise. Und heute wieder zusammen mit dem guten Skystormer 23, der da irgendwo da hinten steht. Hallo. Hallo. Warum kann ich den Emote nicht ausführen? Was ist da los? Playtime's over. Wieso geht das nicht? Ja, wir stürzen uns jetzt in die Quest. Wahrscheinlich weil ich schon auf Berg gedrückt habe. Ja. Egal. Jetzt snackt man sich einen Volvidon. Was auch immer das ist. Ja, schon aus Monster Hunter 3 Ultimate unter anderem. Okay. Das ich habe mir vor der Aufnahme übrigens mal eine neue Waffe gemacht. Und zwar ist das der oder das oder die Axtnosom 1. Ja. Das ist eigentlich. Ja, was? Ganz wichtig. Was hast du gemacht? Also. Meine Tränke verschwenden, das habe ich gemacht. Genau. Also, man kriegt hier ein Deo und das Deo, das nimmst du, wenn du dich hier angefurzt hast, weil der furzt gerne. Okay. Aua. Ja, wenn du angefurzt wirst, kannst du keine Tränke trinken. Weil dann scheut sich der Jäger das Maul aufzumachen, weil es so abartig stinkt. Ah ja. Ach. Dann nimmst du am besten gleich mal. Was mache ich denn schon wieder, Alter? Die Steuerung scheißt mir schon wieder in den Nacken. Ah, die haben da noch. Okay, vier Stück. Und dann gehen wir mal los. Heute klatschen wir nicht die anderen Viecher, die sonst noch herumstehen. Weil ein bisschen Progress ist ja auch mal nicht verkehrt. Oh ja. Wir stürzen uns jetzt einfach mal komplett in die Action rein. Lassen den Puke Puke da unten einfach leben. Und auch den Kuluyaku. Denn heute haben wir noch vor, den guten Bisharten zu holen. Es ist meines Wissens nach ein komplett neues Monster. Hat es zuvor noch nie gegeben. Interessant. Und ich bin mal vorsichtig optimistisch. Nein, now. Sweet. So. Ah, hier ist natürlich. Irgendwo hier oben müsste das dann zum Volvidon gehen, wenn man ihn denn finden kann. Okay, ich habe den Kuluyaku gefunden. Volvidon ist scheinbar über uns. Die Frage ist nur, wie kommt man das da hoch? Oh, ein Doloraptor. Genau, wie ich schon gesagt habe, ich habe den Kuluyaku gefunden. Ah, schön, Kuluyaku ist es nicht. Der ist ja auf den Fersen. Ich bin ihm auf den Fersen. Den lassen wir mal leben, ich habe den Volvidon gefunden. Er ist oben. Und der ist größer, als ich in Erinnerung habe. Okay. Ein eher stilles Vieh. Aber nicht ohne. Hat ein paar Moves, die sind ähnlich wie beim Azuros. Ein Gürteltier. Mehr oder weniger. Aua. Und aufpassen, der kann Elektroball einsetzen. Aha. Und wenn er sich von oben auf den Unterschutz, wie er es jetzt gerade gemacht hat, stehst du am besten nicht unter ihm. Ah, schön, weil Feuerdamage stehlen. Weil das macht abartig viel Schaden. Das war das, was ich auch mal gesagt habe mit dem Zusammenrollen. Das macht er gerne. Volvidon-Rüstung an sich ist, glaube ich, nicht so strong. Schnell, was? Das passiert, wenn man von ihm gehittet wird. Ich bin fast tot. Autsch. Er macht gut Schaden. Autsch. Er überrollt mich einfach gleich zweimal. Und da hat er Elektroball eingesetzt. Ja.
Ja, und ich renne natürlich genau in den Elektroball hinein. In der Wurst. So, dann noch die Armfurzel und sofort den Deo anwenden. Sonst kannst du dich einfach nicht mehr heilen, wie man gerade gesehen hat bei mir. Sind alle deine konsumierbaren. Aua! Deine konsumierbaren Items alle durchgehext. Aua! Weil es den Jäger einfach zu hart anekelt, das Maul aufs Maul. Oh ja, das ist mich auch. Oi, meine Güte. Aua! Er ist stärker. Ja, als schubst drei mich halt fast runter. Er ist viel stärker als ein 3 Ultimate. Was tut denn zu mies? Macht ja auch. Macht auch genug Schaden. Meine Güte, jetzt hab ich's aber langsam. Oh. Nein, bitte nicht. Das ist Elektroball. Paralysier dich. Was denn ich sag's? Meine Güte, ich hasse diesen Furz. Wenn da so Furz und man vor ihm steht, kann man ihm gut auf die Schnauze austeilen. Aua. Das Problem ist, ich greife nicht gerne vorher. Also wenn er gerade am Gas auslassen ist, kann man das gut machen. Ein paar Sekunden lang. Das Feuer geht trotz seines Panzers einigermaßen gut Damage. Sollte schon. Ist ja Bonusschaden eigentlich. Und ich renne natürlich direkt rein. Ja, ja, mach ich auch Alarm. Kannst du mal aufhören, dem Alter? Ich starte halt mit der Bastard, aber das ist ja nicht mehr normal. Er macht genug Schaden. Ich merk's. Ja, Alter, wie oft will ich noch in seine Attacken rein laufen? Ja, ist okay, passt, ich hab's verstanden, Dude. Ja, natürlich bin ich benommen. Danke, Hund. Ich habe Lebenshilfe eingesetzt. Dich ein bisschen hochgehalten. Ah, hab ich nicht. Okay. Lebenshilfe heilt alle Spieler. Das hast du das ist auch gecraftet. Und es ist sehr nützlich. Und er ist sogar schon geschwächt. Er hat gerade eine Verschnaufpause machen müssen. Oh ja, yeah, ich hab's gesehen. Schon mal Progress. Also so viel zu, ich glaube, das schwächste Vieh. Oh, da ist der Puke. Das ist jetzt nicht gut. Wieso nicht? Ja, der Puke so. Ist da. Ja. Das Gift. Und ich bin auch mal wieder. Ich mische einfach so mal Querfeldein rein. Und ich bin auf dem anderen Viech. Ja, Mann, ich hab die Monstersteuerung schon wieder so null drauf. Ich kann mir einfach nie merken, was ist. Ich bin so dumm. Ja, ist egal. Au. Du bist Anfänger. Das ist normal. So ein harter Anfänger bin ich jetzt auch wieder nicht mehr. Verglichen mit mir bist du doch ein harter Anfänger. Ja, möglich. Oh, und der Roll wieder, das war giftet. Ja. Er ist im Bunker in den Gift angefangen gelaufen. Oh. Wo man vom Gift redet. Das war jetzt knapp. Und immer schön dem mal wieder mit daher. Okay, okay, schnappen wir uns noch früh genug. Mhm.
wenn man sowas macht, gehst du einfach am besten auf den Weg. Ich versuch's ja. Ich sage ja. Und das war Elektroball. Weißt du. Kann mir jemand bitte einen Tipp geben? Danke, Basti. Boah, Basti hat mir das Leben gerettet. Und ich brauche nur Teile. Ah, der Ulk ist kaputt. Nein. Ich hatte alleine wegen seinem scheiß Furzen andauernd. Hasse ich. Wo ist das? Schöne Ulti, jawohl! Auf den Shell. Jawohl, bei mir auch. Das hat funktioniert. Jawohl! Komm, gib ihm, jawohl! Oh, schön! 47 Damage. Oh Gott! Boah, das rastet aus. Einfach ausweichen, da ist der Rage. Oh Gott! Ah, genau, bei der besten Träne hat man es gerade gesehen. Wow. Bei der alten, was er gedroppt hat. Er hier ist eine Kampfbestie. Kategorie Kampfbestie, ja. Nee, nach Monster-Kategorie variiert. Au! Wie viel Damage macht denn der Hund, ey? Genug. Ich seh's. Kann der mich mit seiner Zunge zu sich holen? Was zum Geier? Ja, kann er. Aua! Voll die natürlich. Ich bin genommen. Hilfe. Danke, okay. Stormer. Hat es nicht gehört. Doch die Zunge kann man ihm abtrennen. Okay. Bei einem genug aus dem Maulhaus machst du einfach, glaube ich, die Zunge kaputt. Runder Kaktus. Wie interessant. Ben. Ich wäre fast runtergefallen. Oh mein Gott. Was ein Seilkäfer. Safe. Oh mein Gott. Warte, ich blende ihn. Oder auch nicht. Hat sehr gut funktioniert. Ja. Oh ja, den Gott hat. Dessen legt er sich lieber nochmal auf den Kopf. Wie willst du ihm seine Zunge bitte abbrennen, wenn er die immer nur eine kleine Sekunde mal kurz raussteckt? Ja, dann geht er aus dem Maulhaus, glaube ich. Nein. Aber sie macht die Zunge, glaube ich, nicht kaputt. Aua! Wenn du Lebenspulver raus, sagst du es nicht. Ja, noch geht's, noch habe ich ausreichend Tränke. Das ist hingelegt. Immer drücke ich den falschen Knopf. Komm auf, komm. Jawohl. Zwei nochmal. Jawohl. Oh. Ah, mich hat's erwischt. Oh ja, Theo einsetzen. Boah, da kommt der Scheiße raus. Bah, ist das ein ekelhaftes Vieh. Ja, mach doch. Digga. Nein, nicht. Ah, ich verschwende die ganzen. Nein. Goddammit. Ich hab nur noch eins übrig, weil ich eins verschwendet habe. Gar keins mehr. Ich hab gar keine mehr. Mich hittet er einfach jedes Mal mit dem Scheiß. Dummbomben werden ihm, denke ich, nicht ausmachen, wenn er selbst so stinkt. Was mache ich eigentlich? Mit dem kannst du jedes Monster verjagen. Ich hab irgendwas Richtiges gemacht. Mit Dummbomben kannst du jedes Monster verjagen. Außer da halt. Autsch. Er wird schon langsamer. Oh ja. Oder? Ja gut, wenn man von Teufel spricht, ne? Ja, ist okay. Ja.
schon wieder. Aua. Ich werde sterben. Ich werde doch nicht sterben. Natürlich müssen wir jetzt die Sirene und Zoroaster über den Haufen rennen. Das machen sie andauernd. Die lieben nichts mehr als einen Fight zu crashen. Der Willenspunkt war eingesetzt. Na dann, wenn ich einen Trank gesoffen habe. Jetzt sind wir beide voll. Alles in Ordnung, beide voll. Das ist das Beste, was sein kann. Ganz lieber wieder in der Luft herum. Man glaubt ja. Ich glaube, es ist Zeit, mal etwas auszuprobieren. So habe ich ja hier noch das. Was ist denn? Ah, okay, es funktioniert anscheinend nicht gut. Was? Ich habe mir ja letztens mal off-cam so ein Schießpulverbeutelchen gecraftet. Stand dort, ist explodiert bei Kontakt mit irgendwas oder so, aber ich kann das irgendwie anscheinend nicht. Zählt nicht als einsetzbares Item an sich. Ich probier's mal was anderes. Zum Craften gebraucht wahrscheinlich. Da links sind noch keine. Hat das was gebracht? Hat wahrscheinlich ja nicht. Ja, ich habe genau dann weggeloggt, wenn du das Ding eingesetzt hast. Das ist optimal. Jawohl, gib ihm. Schön, 47 Damage auf den Kopf. Und komm, weißt du was? Gleich nochmal. Gib ihm. Jawohl. Ah, natürlich muss ich jetzt abrollen. Scheiße. Hi. Komm schon, schnell. Dann halt eben nicht. Ja. Dann neun mit einer Zange. Nein, Mann, ich hasse es, wie er rumrollt. Es ist gleich tot und ich bin benommen. Und ich bin noch nicht tot. Heilige Scheiße. Willenspulver. Nee, geht schon. Okay, dann nehmen wir. Ja, ich hab. Weil wir gerade beide so low waren. Auf dein Maul! Ist egal. Hört sich ja gerne an. Ja, und bitte. Thank God. Unsere Dudes sagen bei mir die ganze Zeit dasselbe, Alter. Es ist so nervig. Wir sind das beste Team, oder? Ah, das ist ein Nest, ja klar. Was ist das? Ja, ja. Zwei Ultimate eigentlich ein großes Jahr genest. You know, die Map ist ja eigentlich ein Remake zur Sandebene des Monster 3 Ultimate. Ah, ja. Was keinen Sinn macht, ist, dass er hier ist, weil 3 Ultimate war eher immer ein Vulkan. Nein. Ich hasse ihn, ich habe ihn damals gehasst, ich werde ihn auch immer hassen. Auch du Rotzbeast, Alter. Autschi, wow, was war immer das gerade war?
Ja, ich hab ihn! Nice. Und down ist er, Gott sei Dank. Na, endlich. Kurze Weile bin ich wieder. So, Yagi und Yagia, bitte lasst uns mit in Ruhe looten. Wollen wir dann Zacken, Klaue und nochmal Zacken. Zacken, Panzer und nochmal Zacken. Taking this. I'm gonna need some of your parts. Nothing personal, buddy. Good job, buddy. Ja, ist doch ganz gut gelaufen, oder? Ja, ging schon. Bis auf das, dass er arsch nervig ist. Oh ja. Aber das war ja schon immer. Wird sich auch nicht ändern. Jemand möchte dich sprechen, finde die Person in Kamura. Ah ja. Das ist mir egal. Okay. Mit mir will auch jeder reden, aber sehe ich aus, als hätte ich Zeit für sowas? Nee. So, ich habe meine ganzen Lebenspulver einsetzen müssen. Ich habe nur noch 5 normale Tränke. Na, ich habe noch genug Tränke. Und Kraut habe ich auch genug. Muss nochmal was herstellen an Tränken. Und zwar hätte ich bitte gern 5. Danke. So, oh ne, das wird jetzt nicht. Gut. Drehwurmalarm. Erjage einen. Wie Schaden. Enough walking for now. Yo. Ich nehme eine Falle mit. Einfach mal. Okay. Weil es mich interessiert. Oh, das ist ja geil. Das ist ja richtig lecker. Man hat einfach so Fassbomben in seiner Kiste. Wie? Ich hab einfach Fassbomben. Ich habe keine Fassbomben in meiner Kiste. Ich habe nur 2 kleine Fässer und 2 große Fässer, aber Fassbomben habe ich keine in meiner Kiste. Ich sehe zumindest keine. Ich habe jetzt noch eine kleine Fassbombe gemacht. Das ist die C4 Fassbombe. Eine kleine Zeitbombe. Naja, ein bisschen C4. Theoretisch. Weißt du was? So. Weißt du was? Dann stelle ich mal eben 2 Fassbomben her. Ja, 2 große Fassbomben, weil ich es kann. Ich habe 2 große Fässer. Und 5 Schießpulver habe ich auch, brauche ich ja nur 2 dafür. Ja, ja. Einfach mal 2 große Fassbomben gemacht. Wo sind jetzt die? Und die gleich mal in den Tower übergeschrieben, oder wie? Und da oben sind sie. Das ist ja toll. Man kann sich ja wirklich alles kaufen beim Laden hier. Wirklich? Ja, halt fast alles. Passbomben und Fallengeräte als. Okay. Als meistens irgendwelche Jagd-Items nützliche. Ja, dann holt man sich mal den Besser. Hast du gegessen? Ja, habe ich. Okay. Mal schauen, bis hatten. Wo sind sie denn? Ein Football ist ja okay. Not bad. Macht der Gift? Weiß ich nicht.
Hoffen wir es nicht. Ja, wenn schon Gegengift in der Kiste ist. Achso, war Gegengift in der Kiste? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Erstes Fragezeichen-Icon, wir haben Soren. Sehr wahrscheinlich, ja. Oh ja. Nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich bin positiv optimistisch. Vorsichtig optimistisch, ja. Sweet. Wer ist er denn? Hallo? Oh, er ist laut. Er ist laut. Ja, das hab ich gerade gesehen. Found it. Das ist nur für ein Flügel. Oh, er kann fliegen. Oh mein Gott. Und er kann auch wieder mit der Zange drauf. Och nee, doch nicht so ein Vieh. Stoppen. Oder ist das ein Bus? Autsch. Kann ich beides. Was hat denn der da für Steine? Der wirft mit Früchten und mit glitzigen Früchten. Aua! Oder nee? Ah, am besten unter ihm stehen. Wenn er sowas macht, unter ihm stehen. Ja, ich versuch's. Ein. Das ist ein Schimpanse mit. Macht der Schaden! Leck mich doch am Arsch! Naja, sein erster Treffer an mich hat noch nicht so hart Damage gemacht, sein zweiter auch noch nicht. Sein erster an mich hat ja ultra harten Schaden gemacht. Okay. Der Schwanz kann aua! Genau, das hat jetzt gesessen. Das habe ich gemeint. Das schmeißt er wieder mit seinen Früchten. Das ist ein einfach genügend dafür, ist das. Autschi, wow, oh mein Gott. Holla, ich bin mitten in ja, mein Typ ist schon so ein hirnloser Hund, ne? Ist er das? Ja. Oh ja, er macht Gegner. Mein Typ ist einfach gerade runtergesprungen, den die fucking Sieben. Was war das denn gerade? Der Hund ist vergiftet, scheiße. Okay, ja, hi. Ach, der lebt ja noch, Mann! Natürlich lebt er noch. Denkst du mir jetzt wieder auf, was du mit dem umgebracht hast? Ach so. Ne, so kenne ich mich jetzt auch wieder nicht. Ich fokussiere mich einfach mal auf seinen Schlauch. Okay. Autsch! Da will ich alle Früchte machen. Oh Gott. Was war das denn bitte für eine Giftattacke? Oh ja. Hab ich mich auch schon gefragt. Heilige Mutter Gottes. Autschi, wow. Jetzt macht er wieder den Breakdance. Und da ist der Rage Mode. Oh, ich bin hier nur am Rumrollen wie so ein. Keine Ahnung was. Sich suhlendes Schwein. Mal wieder ein bisschen näher an ihn rankommen. Ich lade gerade mein Schwert auf. Deswegen schauen wir jetzt mal seinen Moveset ein bisschen an. Und dann donner ich ihm hoffentlich schön gleich eine. Schön donnen. Feuermove rein. Komm bitte. Nein! Fick dich. Oh, jetzt komm, Ibi. Yay! Ach komm, was war das denn? Jetzt, komm. Jetzt aber. Ja, komm, gib ihm. Gib ihm, gib ihm. Ja, schöne 47 Damage. Und gleich, nein. Komm schon, Dude. Ich bin low. Ich werde es noch aufgeladen. Komm, gib ihm nochmal. Nein. Verdammt. Die Borgis stehen dann da im Weg, Mann. Ja, ich merk's. Ja, danke, dass du im Weg stehst. Du Scheiße, sagst du, willst schon mal sterben? Bitte. Nein, kann ich bitte aufhören, meine Heilungen zu verschwenden, Alter. Ich bin doch so dumm. Au. Wow, werde ich zum Team geheatet. Kann ich mich bitte wieder bewegen oder? Oh, come on, man. Oh, und er kann fliegen. Natürlich kann er fliegen. Wenn auch nur gleiten. Oh man, das selber nicht funktioniert, schade. Na, natürlich. Aua. Ja,
habe seinem Blend-Dings diesmal zum Glück aus dem Weg gehen können. Okay. Ja, natürlich. Nimm mal ein Gegengift. Okay. Bisschen nerviges Scheißmonster. Was du nicht sagst. Gib mir mal eine Heilung. Danke. Ich hab Blutschaden noch einen Schwanz gemacht. Ah ja, er ist flugunfähig, er kann nur gleiten. Aber, dadurch, dass er ein Flugvieh ist, hat, glaube ich, die Schockfalle eine gute Wirkung auf ihn. Denkst du? Glaub schon, ja. Und was für ein toller Zufall, dass ich eine Schockfalle dabei habe. Okay, folgendes Strat. Wir gehen jetzt zu ihm und dann. Ich bin direkt hinter ihm. Wo bin ich denn? Dann kannst du ihn mal ablenken. Ich versuch's gerade. Naja, aber er ist noch nicht da. Oh, schön Hit in the face. Naja, oh, ich bin zu tun, jetzt da auf den Schwanz. Ich versuch ihn da hochzujagen. Okay. Das heißt, jawohl, ist noch eine Teile. Also, Planbesprechung, du schaust, dass er auf dich geht. Weißt du, weißt so gut wie möglich aus. Und schaust, dass er nicht in meine Richtung kommt. Das wäre der Traum. Weil Schockfalle steht. Bombe steht 1. Bombe steht 2. Autsch. Noch geht's zu mir, noch geht's zu mir. Ich versuch's. Oh Gott, das sind die Fässer. Du stehst da besser richtig. Komm mal her, Dude. Ja, komm. Komm her. Das drin. Nicht zu schlagen, nicht zu schlagen. Abstand, Abstand, Abstand. Bombe. Jetzt geht es gleich hoch. Boom. Oh, 150 Damage zweimal. Es sollte genug Schaden gemacht haben, dass er jetzt innerhalb von einer Viertelstunde da gehen sollte. Also insgesamt die Questzeit. Oh, da kommt jetzt ein Gip. Autsch! Ich hätte vielleicht ein Fallgerät und einen Donnerkäfer mitnehmen können. Donnerkäfer. Aua, lass mich doch mein Gegengift saufen! Donnerkäfer. Lass mich mal die Fassbomben ausprobieren, die großen. Na, Digga. Dreimal hintereinander getroffen. Was ist er für ein Hund? Beide aufstellen oder auch nicht, daneben nur eine. Wie aktiviert man die Dinger? Mit der kleinen Fassbombe. Mit der kleinen Fassbombe musst du die große aktivieren. Ja. Really? Weil die kleine explodiert von selber. Du kannst sie auch von Hand aktivieren. Mit der Waffe einschlagen. Aha. Das funktioniert, ne? 2x80 Damage gemacht. Oh, er hat seine Früchte gedroppt. Du sammelst alle auf. Lässt mir nichts übrig. Ach, lol. Nice. Oh mein Gott. Wie kann mich das denn nicht so machen? Hat er schon gesehen. Aua. Ja, ist okay. Wie kann es sein, dass deine kleinen Fassbomben mehr Damage gemacht haben als meine zwei großen? Weil er bei mir mittendrin gelaufen ist. Weil ich eine ganz große dabei habe. Aua. Du hast gesagt, du hattest zwei kleine, ich hatte zwei große. Nee, das hat man ja gesehen. Ich habe eine ganz große dabei gehabt. Eine normal große und eine kleine. Ah ja. Was ist denn eine normale große? Ist? Ja, ein normales, großes Fass eben. Und dann gibt es eine Fassbombe XL und die ist dann ganz groß. So ein halber Tankanhänger. Eingebrochene Teile, das war's. Flügel. Naja, Flügel. Ich hätte gerne seinen Schwanz ab. Aua.
Wie er sich selber die Schnauze zuhält, wenn er den nicht gut macht. Oh oh. Eigentlich. Ja, jetzt reicht's aber langsam. Und rauf auf ihn. Sehr schön. Gib ihm. Jawohl. Boom. Dann komm schon gleich noch rein. Daneben nichts. Soll ich mal testen dran. Mach ich schaffen. Aua. Wie mich hier herumbricht, der Installer. Ja, so richtiger Affe. Alter, Junge. Lass ja auch mal schärfen gewonnen. Was läuft jetzt? Nein, now. Ja, cool, von dir, dass du einfach abhaust. Oh Junge, ich hasse dich. Ja, natürlich. Ich mag Giftviecher nicht. Ich mag Giftviecher nicht. Ich auch nicht. Ich bin froh, dass wir das einmal machen können. Nein, halt, stopp, nein! Benner! Lebenspulver. Ja, ich kriege alles ab, ne? Wo sind wir denn hier? Bei Fruit Ninja oder was? Ich muss die Flugzeuge zerschneiden, aua. Ja, genau, Alter. Jetzt passiert so ein scheiß Giftding in meinem Gesicht. Dann bin ich einfach tot. Was, wenn er eine Bombe wirft? Dann ist Game Over. Stimmt. Und den Mann habe ich exzellent vergessen, meine Waffe zu schärfen. Ganz klug, perfekt, aber. Aua. Sind noch nicht im G-Rank, wofür die ganze Quest einmal schärfen reicht. Genau. Haut er schon wieder ab? Nee. Was ist denn der für eine feige Sau? Was ist er für ein erbärmlicher Feigling? Habe ich jetzt die ganze Zeit den Seilkäfer-Cursor angezeigt. Warum? Keine Ahnung. Was ist das jetzt für ein toller Bug? Und wo gehe ich eigentlich hin? Wie komme ich da hoch? Jetzt kommen die Wolfangos auch noch, um mich abzufacken. Scheiße, Mann. Hier stehen ja immer noch zwei Fassbomben. Hast du die platziert, oder? Ja, das waren mal meine. Aber ey, lockt mir hierher, dann jag ich in die Luft. Versuch's. Der ist ja schon raus. Ich glaube, er kommt von selber. Ja, nicht ganz. Oh, hat sich selber auch gejagt. Sweet. Aua. Wow, das war ganz schön knapp. Was machst du denn? Die ganze Zeit muss er an seiner Waffe rumfummeln. Aua. Ja, das ist, wenn die Waffe aua. Ist.
Aua. Aua, ich bin fast tot und ich bin so gut wie tot, wenn ich jetzt nicht sofort von der Stelle komme. Warum habe ich Hilfe? Wow, wow, wow. Alter. Mir was zu heilen, aber schnell. So, bitte ein Maxi-Trank. Oder ein Megatrank, was auch immer, alles dasselbe. Nein, 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 Maxi-Trank ist okay. Egal. Achtung, nicht hinschauen, nicht hinschauen. Das funktioniert nie, egal in welche Richtung ich schaue, ich werde immer geblendet. Das geht nicht so. Und jetzt gibt's auch Smoke. Hau immer auf die Nase. Ey, hau immer auf die Nase. Ich versuch's ja, aber ich werde nicht vergiftet. Gut. Der Bachelor klappt zusammen wie so Boxendroide. Das wird ja so geil ausschauen. Und der nächste Rage Mode. Ist das der letzte? Yes. Hoffentlich kann ich nochmal auf ihn aufsteigen und schön mit der Feuerklinge in ihn reinrasieren. Ich gelingt mir das jetzt nochmal. Es sieht gut aus, noch sieht's gut aus, noch sieht's gut aus. Vielleicht sieht's vielleicht wieder schlecht aus, wenn ich nicht mehr treffe. Ja, es reicht. Halt. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, ich hab ihn! Es ist doch. Sauber. Wo ist er denn? Sweet! Nothing personal, buddy. Ja, nice. Ist hart im Fell. Das ist auch besser als erwartet. Bis hart im Fell. Wow. Einmal das gleiche. Ich hatte wahrscheinlich auch zweimal bis hart bis hart im Fell und einmal eine Feder, glaube ich. Toll. Schön zu wissen, dass er nicht so rum. Naja. Wer kann ich denn mitnehmen? Ich bin voll. Ja, das ist ja super. Sweet. Gott sei Dank, er ist tot. Oh ja. Das war ja wieder mal eine Jagd. Oh. Eieieiei. Das war viel. We did it. Drei Viertelstunde. Von dem Vieh werde ich kein Fan. Ich auch nicht. Ich freue mich auf den Gezo. Oh Gott. Ich hab den noch nie gemacht. Ich auch nicht. Und ich freue mich, weil das ist das einzige Vieh, was in diesem geilen Game keine eigene Mucke hat. Warum auch immer. Ich bin gespannt, ob er immer noch keine eigene Mucke hat, ob Captain den alten Gag wieder durchzieht. Das ist einfach bedrohliche Stille beim Kids Fight ist. Lul. Imagine. Es gibt ja millionenfach geklickte YouTube-Videos. Kids zu filmen. Und es ist einfach nur ein 3 Minuten langes Bild von Kezu ohne Sound. Okay. Einfach so Meme-Videos. Das ist so geil. Aber richtig nice. Ich mag den Kezu, er sieht cool aus. Geht schon. Gibt ein paar interessante Videos von dem. Jo, dann haben wir noch. Als nächstes kommt der Königsblutrot dran in der nächsten Folge. Mhm. Und der Barot in der übernächsten Folge dann der Puke Puke und vielleicht der Basarius und dann der Kezu und dann die Ratian. Und da wir mit der Ratian durch sind, dann gibt es noch ein paar epische Jagdquests hier auf der letzten Seite. Einmal rege, rangelnde Raufbolde, der Lagombi und Tetranodon und Feuertaupe, Königsblutrot und Ratian. Ah, du liebe Zeit. Naja, aber ich würde sagen, so
heftig, weil in 3 Ultimate gab's Quests, da hast du einfach 5 Monster in einer Quest jagen müssen. Okay. Alles klar. Das sind dann die sogenannten epischen Jagdquests. Alles klar. Naja, aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal. Das war's jetzt für die Folge, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst auf keinen Fall den Like-Button zu smashen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Schaut beim VoidX, dem Meistermonsterjäger, vorbei. Der gibt sich auch endlos Mühe für seinen Content. Ach, Meister ist ja eigentlich untertrieben. Und dann ja, gut, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute. Tschüss. Yo.